Und Teil des Kindergottesdienstteams der Kirchengemeinde Langenaubach-Flammersbach. Und ich darf Ihnen heute den Mittwochsimpuls mit auf den Weg geben. In meiner Ausbildung und auch im Kindergottesdienst darf ich so oft sehen, und ich bin oft beeindruckt davon, wie Kinder diese Welt betrachten. Kinder haben ja dieses natürliche Gespür und diese natürliche Neugier, Dinge neu zu entdecken und etwas, was sie noch nie gesehen haben, kennenzulernen. Und es ist so beeindruckend, wie Kinder an solche Sachen drangehen, mit Herausforderungen umgehen, Probleme meistern und Situationen einfach begegnen. Und dabei ist es den Kindern ganz egal, was gestern war oder was morgen kommt, sondern sie sind im Hier und Jetzt. Sie kümmern sich einfach nur um die Situation, die gerade ist, und versuchen die zu 100% auszukosten, zu nutzen. Ich glaube, wir können uns von diesem Verhalten der Kinder oft eine große Scheibe abschneiden. Obwohl ich noch gar nicht so lange aus meiner Kindheit draußen bin, ertappe ich mich oft dabei, dass ich Herausforderungen als riesig sehe oder Situationen betrachte und mir denke, das wird nie was. Aber dabei habe ich einfach nur meine Brille auf. Ich gucke durch meine Brille, so wie ich bin. Aber warum nicht einfach mal die Brille wechseln? Warum nicht einfach mal die Kinderperspektive einnehmen? Meine Kinderbrille aufziehen. Mal gucken, wie sehen denn Kinder diese Situation? Zum einen sehe ich anders aus, aber ich sehe Situationen auch anders. Und ich gucke, wie Kinder diese Situation wahrnehmen. Und ich glaube, das hilft einem oft. Einfach mal das Ganze mal in die Hand zu nehmen und mal von oben, von unten zu betrachten. Kinder sind nämlich klein, sind kleiner als wir und sind oft mittendrin. Sie können nicht über Geschehen drüber gucken, sondern sind mittendrin. Sie haben eine ganz andere Perspektive als wir. Und das hilft ihnen aber auch, diese Situation so, wie sie ist, zu sehen und nicht oberflächlich oben drüber. Wir können aber auch eine Brille aufziehen, eine andere Perspektive einnehmen und uns die Menschen ansehen, die mit dieser Situation zu tun haben. Also wir gucken uns einfach nur die Personen an. Nicht wie die Situation ist, sondern welche Menschen sind denn da? Wer kann uns denn vielleicht helfen? Gott hat uns nicht als Personen gemacht, die alles alleine meistern müssen. Gar nicht. Sondern er hat uns als Beziehungsmenschen gemacht. Wir haben Freundschaften. Wir haben Menschen, die uns zur Seite stehen und die uns auch vor allem helfen wollen. Wir müssen dann nur mal fragen. Oder aber eine weitere Perspektive wäre auch die Perspektive, in der wir die Situation einfach mal ganz sachlich sehen. Nicht bewertet, gar nicht aus uns heraus oder von anderen Menschen, sondern einfach mal gucken, was ist hier das Problem, was ist der Fakt, was habe ich, was brauche ich und ja, wie ist die Situation überhaupt? Mal ganz unbewertet lassen. Vielleicht fallen Ihnen auch noch weitere Perspektiven ein, die Ihnen wichtig sind oder Perspektiven, die Sie auch mal spannend finden. Und das Schöne daran ist, wenn wir entweder unsere Brille aufhaben, so wie wir sind, oder wenn wir mal die Perspektive wechseln, wir werden immer wieder Gott auf diesem Weg, in dieser Situation neu kennenlernen oder wir werden ihn sehen und erkennen. Manchmal habe ich persönlich das Gefühl, wenn ich vor allem im Neuen Testament lese und auch die Evangelien, vor allem, wo Jesus wirklich gewirkt hat und unter den Menschen war,
da bin ich manchmal ein bisschen verunsichert, weil das fühlt sich so an, als würde Jesus innerhalb von einer Stunde so viele beeindruckende große Wunder tun. Und dann fühle ich mich so ein bisschen beängstigt oder frage mich, boah, so große Wunder habe ich ja irgendwie jetzt in meiner Lebensspanne, in meinem Leben noch gar nicht gesehen. Und warum sind da so viele Wunder aneinandergereiht? Aber eigentlich ist dem gar nicht so. Wir müssen einfach nur mal die Perspektive wechseln oder mal die Augen offen halten, vielleicht mal die Brille einfach nur putzen. Und dann können wir Gott auch in ganz banalen, einfachen Situationen erkennen. Vielleicht waren Sie die letzten Tage oder auch die letzte Woche bei dem schönen Wetter draußen, waren spazieren oder haben einfach das schöne Wetter in dem Garten genutzt. Und in der Natur, allein in der Natur können wir so viel Gott erkennen. Diese Vielfalt, diese unglaubliche Einzigartigkeit von den verschiedensten Pflanzen. Das Vogelgezwitscher, was man vielleicht auch hier im Hintergrund mal hört. All das, da sehen wir Gott. Das ist seine Schöpfung. Und auch wir, wenn wir verschiedene Perspektiven einnehmen, wenn wir auf die Menschen gucken, auch da sehen wir Gott und sehen sein Wirken. Und wenn wir dann mal die Situation von anderen Seiten betrachten, auch da können wir sehen, wo uns vielleicht Gott hinführt und wo wir einfach mal was tun sollen, im Hier und Jetzt sein sollen. Und das Schöne ist, wir sind gemeinsam unterwegs. Wir müssen es nicht alleine schaffen. Und wir sind gemeinsam gemeinsam unterwegs. Und es ist ein langer Weg. Und das sind immer wieder Momente. Und natürlich können wir uns überlegen, was ist in 2 Jahren oder in einer Woche? Und was war vor 5 Jahren? Und welche Freundschaften oder was hatte ich vor 10 Jahren? Aber das bringt uns gar nicht so viel, sondern das, was wir tun können, wo wir wirklich was machen können, wo wir die Zeit nutzen können, das ist hier und jetzt. Und ich möchte Sie ermutigen, dass Sie das vielleicht so ein bisschen mitnehmen können, dass Sie daran denken, mal die Perspektive zu wechseln und im Hier und Jetzt einfach mal die Situation umdrehen. Mal gucken, die einfach mal mit kindlicher Neugier betrachten und so das Ganze einfach mal von einem anderen Blickwinkel sehen. Manchmal sind es große Herausforderungen, manchmal sind es kleine, aber wir werden immer wieder Gott sehen. Und wir sind also gemeinsam unterwegs. Und wir können auch gemeinsam auf die Spur gehen, um Gott, um Jesus näher kennenzulernen. Ich hoffe, Sie konnten sich ein bisschen was mitnehmen und das vielleicht auch mal anwenden. Eine Kinderbrille aufziehen, vielleicht nicht in echt, aber einfach mal in der Situation mal mit kindlicher Neugier an die Sache rangehen. Und dann wird man sehen, dass einfach Situationen auch total vielfältig sein können, als wenn man sie nur mit der eigenen Brille, mit der eigenen Wahrnehmung sieht. Wir sind gemeinsam unterwegs. Mit Liebe, Achtung, Freundlichkeit, den anderen zu sehen und miteinander rücksichtsvoll und herzlich umzugehen. So stellt sich Gott Gemeinschaft vor, so soll es bei uns sein. Als Gottes unterwegs, weil Gott